Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video über Wurm Online. Diesmal kein richtiges Update-Video über die Zwergenbucht, das man allerdings hier gerade noch einigermaßen gut sehen konnte, jedenfalls die Unterstadt davon, sondern die Reise von Azar Yal'jur, also dem Unaussprechlichen, wer ihn aus Dwarf Fortress kennt, und mir nach Elevation. Elevation ist die Insel zwischen den Königreichen, wo PvP betrieben wird. Und da gehen auch angehende Priester hin, um zum Altar der Drei zu pilgern, um wirklicher Priester zu werden. Das ist eine ganz schöne Reise gewesen. Ich glaube, das waren jetzt 2-3 Stunden hin, 2-3 Stunden zurück. Die ganze Zeit die Gefahr im Nacken, durch Monster totgeschlagen zu werden oder durch Spieler. Und allein den Weg erstmal hinzufinden, ist tierisch schwierig. Also hier sieht man uns gerade im Zeitraffer durch Safety Harbor wuseln. Aber das ist noch eine ganze Ecke hinter. Also selbst mit Karte ist es schwierig, sich zu orientieren. Aber ich habe hier ein paar Sachen zusammengeschnitten, die für euch noch interessant sein könnten. Und gerade gegen Ende, also erstmal der Altar selber, ist schon recht beeindruckend. So, jetzt sind wir schon an Tower Bay vorbei, beziehungsweise dem, was mal Tower Bay war. Diese großen Klötze, die ihr gesehen habt in Grau, das war mal Tower Bay, ein Alliierter von uns. Das wurde aber von Meteoriten getroffen, wurde fast komplett zerstört. Also nicht wirklich zerstört. Das Deed, also der Hof und so weiter, ist noch da. Nur die Gebäude hängen halt an der Wand. Und einige Kisten sind schwer zugänglich und das sieht alles nicht mehr so schön aus. Das heißt, sie müssen die ganze Gegend jetzt neu aufbauen. Haben natürlich auch gleich unsere Hilfe angeboten, aber trotzdem ist das schon ein recht schwerer Schlag gewesen. Aber es ist halt PvP und es gibt da Götter-Events und da kann auch mal sowas passieren. Tut weh, ist aber so. Ja, hier auch noch eine recht lustige Geschichte. Auf dem Weg, auch schon recht nah an dem Gebiet, wo man den Server wechselt, zur anderen Insel, also jeder Server ist eine eigene Insel, haben wir hier jemanden getroffen im Local. Und dann habe ich halt gegrüßt und zurückkam, gonna get you. Da fehlt nur ein Wort. Weil so wie er es geschrieben hat, kann man es zweifach auslegen. Entweder ich kriege dich oder sie kriegen dich. Ja, es war auch ein wenig verstörend. Ist ja nicht so, dass wir nachts auf einem kleinen Ruderboot fast vollkommen nackig durch die Kiegen gepilgert sind. Dann sagte noch irgendjemand, dass sie uns kriegen werden oder er uns kriegt. Kann man echt nicht gebrauchen. Aber ja. So, und hier sieht man uns jetzt, wie wir schon sehr, sehr weit im Osten sind von Desertion, also unserem Heimatserver, der Server von Mulrehan. Und man hat gesehen, wie ich mit dem Mauszeiger im Wasser halt hin und her gehe, um zu gucken, ob da irgendwo was ist. Weil ich habe gelesen, in den Patchnotes von 1.1 werden die Texturen von großen Haien neu gemacht. Das heißt für mich, es gibt schon große Haie. Und das Letzte, was ich gebrauchen kann, wenn ich in einer Nussschale mitten auf dem Meer nackig bin, sind große Haie. Aber ja, wir haben keine gesehen. Ich weiß nicht, ob sie im Spiel sind. Aber die Paranoia greift da um sich. Gerade wenn man halt so viel Zeit schon investiert hat, um überhaupt so weit hinzukommen. Aber es kommen noch viel peinlichere Sachen später, wo man hätte sterben können. Da wären große Haie noch richtig episch gewesen. So ein Schwein ist nicht so ein tolles Ende. So eine Heldensage. Sie ruderten aus, um Priester zu werden und bla 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 und endeten im Maul eines Wildschweins. Das ist nicht so toll. Aber ja, was ich euch eigentlich zeigen wollte in diesem kleinen Videoabschnitt hier, ist der fließende Übergang zwischen den Servern. Also zuallererst sieht man die Fehlermeldung, also die Warnmeldung, wenn du jetzt weiterreist, dann gibt es einen Serverwechsel und alle deine Deeds, die du hast, also deine Grundstücksbescheinigung quasi, verschwinden aus dem Inventar. Die bekommt man halt erst wieder, wenn man auf dem anderen Server zurück ist. Genauso verlässt man auch das Dorf und die Allianz und hat auf dem anderen Server quasi ein neues Dorf, dem man beitreten könnte. Und danach ruckelt es ganz kurz. Vor einem taucht eine Insel auf, ein Lichtstrahl ist im Himmel zu sehen und ja, lauter so eine Kleinigkeiten halt. Das ist schon, also ja, man kann es nicht wirklich flüssig machen oder jedenfalls nicht so einfach anscheinend. War auf jeden Fall lustig für uns. Was denn noch wesentlich irritierender war, ist, als dann plötzlich das Licht an- und ausging. Und dann serverweite Nachrichten kommen davon, dass irgendwelche Artefakte aufgeladen werden am Altar der Drei.
Da haben wir dann auch geschluckt. Wie jetzt, Altala 3? Da wollen wir gerade hin. Und wenn da irgendjemand Artefakte auflädt, ist das vielleicht nicht so eine gute Zeit, dahin zu gehen. Denn entweder ist das einer von uns und der Feind läuft dann dahin, um sie abzuhalten, davon irgendwelche Artefakte aufzuladen. Oder es ist der Feind. Dann sollten wir da auch nicht hin. Aber ja, wir dachten uns, wir müssen eh noch eine ganze Weile segeln. Vielleicht ist es dann ja schon vorbei. Aber diese Lichtshow mit an und aus, passierte dann noch ein paar Mal. Also ich glaube insgesamt 4, 5 Mal kommt das hin. Ja, circa. War schon ziemlich gruselig. Und dann noch dieser Nebel, der überall war und Lava an den Wänden und pinke Einhörner. Ganz, ganz viele pinke Einhörner. Das, ja, komische Ecke halt. Aber gut, nächster Abschnitt. So, und hier wären wir auch auf der Insel angekommen, wo der Altar der 3 sein soll. Also, wo er ist, das sieht man ja in dem großen Lichtkegel. Also nicht diesem schwarzen Kegel da in der Ferne. Das ist der Knochenaltar für die Blackleiter. Nee, unser Altar der 3. Das da oben rechts war übrigens gerade Lava. Und das da vorne ist Mycelium, das ist dieser Pilz, der bei den Blackleitern wächst. Also ja, eine sehr komische Ecke hier. Aber wir dachten uns, das wäre eine gute Stelle. Wir haben gesagt bekommen, kommt bloß nicht vom Flachland. Da sind überall Wachtürme, da kommt ihr niemals lebend an. Okay, sind wir also auf die andere Seite der Insel, wo es schön hügelig war. Das schien uns das Gegenteil vom Flachland zu sein. Und haben angefangen, da hochzuklettern. Das Boot da übrigens, bin ich mir nicht ganz sicher, wem es gehört. Aber wir haben uns einfach daran orientiert, dass es vielleicht eine gute Idee ist, hier anzudocken, weil schon ein anderer Priester versucht hat, hier hochzukommen. Ja. Na gut, kaum sind wir ein paar Meter nach oben gegangen, werde ich sofort von einem Wildschwein angegriffen. Lauf natürlich panisch weg, weil ich keine Waffe in der Hand habe und keine Rüstung an und so weiter. Und was passiert? Wir stolpern sofort in die ersten Wachen rein. Also NPC-Wachen von den Wachtürmen. Laufen weiter, laufen weiter, laufen weiter. Versuchen sie abzuschütteln, schaffen aber es weder das Wildschwein abzuschütteln noch die Wachen. Und dann passiert das Geilste überhaupt. Also allgemein, PvP in Wurm Online ist nicht so, wie man es aus anderen Spielen kennt. Also es sind nicht 30er, 40er Gruppen, die durch die Gegend trollen und alles kaputt hauen, was sie sehen. Ein 6, 7-Mann-Trupp ist schon ein seltener Anblick. Also außer es halt Samstagabend und was weiß ich. Und dass man dann zufällig auf einer riesigen Karte genau die Leute trifft, das ist dermaßen unwahrscheinlich gewesen. Wir sind da richtig fast in Freudentränen ausgebrochen, weil halt 3 Stunden Real-Life-Zeit investiert schon wurde, um überhaupt hierher zu kommen. Naja, also die Jungs da unten sind nämlich passiert. Komplett in Plattenrüstung ausgerüstet und mit Kriegsschiff und was weiß ich. Hauen die denn mal einfach, wie viele Wachen waren das? 5, 6 Wachen um uns zu retten? So, im Nachhinein hätte ich vielleicht auch nicht direkt auf sie zuhalten sollen. Ich hätte vielleicht erstmal mit den Wachen weiterlaufen sollen und fragen, hey, könnt ihr überhaupt mit den Wachen klarkommen? Weil sonst hätte ich die ja getrained. Und das wäre, glaube ich, nicht so gut angekommen, wenn man seine eigenen Leute umbringt. Aber ja, sie haben sie auf jeden Fall besiegt, sogar relativ einfach besiegt, und haben uns dann bis zum Altar noch geleitet. Weil es war wohl auch noch ein feindlicher Spieler im Chat, also im Local. Aber der hat sich halt nicht angetraut, weil das viel zu viele von uns waren. Und so konnte dann Asa auch in Ruhe beten und dann Priester werden. Danach haben sie uns auch noch rumgeführt, haben uns aufs Boot eingeladen. Mit dem Boot sind wir dann zurück zu unserem Boot gefahren und danach noch in die Hauptstadt von Moirihan, also in die Eternal City. Und da haben wir gleich noch ein paar Botengänge erledigt. Also wir haben Gegenstand mitgenommen für jemand anderes auf dem Hauptserver, auf dem Heimatserver. Und als kleines Dankeschön haben wir noch ein Rüstungsset geschenkt bekommen und die Einladung beizutreten, wenn wir dann später nach Elevation kommen und so weiter. Das war eine super geile Aktion. Also ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Wir werden definitiv später nochmal hierher zurückkehren, sobald unsere Kampffertigkeiten ein wenig besser sind und das nächste Mal auch von vornherein bewaffnet. Hier, wie gesagt, waren wir durchgehend nackig, außer ein bisschen Essen, Trinken und Werkzeug, damit wir halt schneller laufen können. Wir hatten eigentlich damit gerechnet, wir kommen hierher, gehen zum Altar, beten. Hat uns auch relativ einfach vorgestellt, also ich zumindest, weil ich dachte, es sind eh keine Spieler aktiv. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so voll gebaut ist hier. Also überall Wachtürme und Dietz und was weiß ich. Aber ja, wir dachten, wir kommen hierher, wir beten, er wird Priester, wir bringen uns beide um mit /Suicide und sind dann wieder zu Hause auf unserem Dingens. Aber dass das Ganze so läuft, hätte ich echt nicht gedacht. Aber geile Aktion, kann man nichts sagen. Na gut, das soll es von mir erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in meinen nächsten Videos. Bye bye.